Peter Tupfingen bis Winterlohe. Jeder hört die Fernsehschatztruhe. Und hier ist euer Gastgeber, Frank Buttermann. Und ich freue mich sehr in der Fernsehschatzruhe auf den Mann. Er ist Deutschlands dienstältester Radio-Morningshow-Moderator und er ist der Mann, mit dem vielleicht auch deine Frau morgens aufwacht, zumindest wenn sie in und um Hamburg wohnt. Herzlich willkommen, John Mentz. Hi Frank, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Unsere Einstiegsfrage hier in der Fernsehschatzruhe, und jetzt bin ich bei dir ganz gespannt, ist immer, was sind denn eigentlich deine allerersten Fernseherinnerungen? Als Kind, als Jugendlicher, was war so ein Standard-Fernsehprogramm? Woran kannst du dich erinnern? Also ich kann mich sehr gut an Raumschiff Enterprise erinnern. Das war für mich die absolute Lieblingsserie, bis heute übrigens, mit Captain Kirk und Mr. Spock. Und ich habe damals sogar, als die Serie dann zu Ende war, quasi abgesetzt wurde und mich weiterlief, meinen ersten Leserbrief geschrieben, damals an die Hör zu. Habe mich bitterlich beklagt darüber, wie es denn sein kann, dass man das nicht mehr sendet. Ich habe auch davor gesessen, habe im Kassettenrekorder alles mitgeschnitten, hatte dann nicht das Bild, aber hatte wenigstens den Ton, habe das dirigiert. Also das habe ich sogar auch noch gemacht, kann ich mich erinnern. Und zwar Ende der 80er, als ich total verliebt in den Film Zurück in die Zukunft war. Ah, oh, super. Und den dann irgendwann mal mitgeschnitten hatte. Und dann habe ich den auch auf Kassette mir aufgenommen und abends, anstatt als Hörspiel sozusagen zum Einschlafen, mir dann immer das angehört. Ja, das waren die alten Zeiten. Ne? Also Raumschiff Enterprise, Raumschiff Enterprise. Ja, heute noch finde ich super gut gealtert. Kann man immer noch gut gucken und hat Spaß dran. Kannst du auch mit den Nachfolgeserien von Enterprise was anfangen? Gibt es ja immer mal wieder Franchises und Picard und wie das alles heißt? Ja, Picard konnte ich gut ab und Captain Pike fand ich auch sehr gelungen. Also das andere, so Voyager oder wie das alles hieß, damit konnte ich nicht so viel anfangen. Aber wie gesagt, Captain Pike fand ich gut und auch Picard fand ich ja richtig gut. Auch die Kinofilme übrigens, tatsächlich. Ja. Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Durch deinen Tagesablauf, wann stehst du morgens auf? Mein Tag beginnt um 3.30 Uhr tatsächlich und ich habe immer so eine gute halbe Stunde Fahrt, wird kurz unterbrochen von Kaffee holen. An meiner Tankstelle, da gibt es immer einen speziellen Milchkaffee, der Tankwart sieht das schon, der Dude, der da arbeitet und zapft dann schon, wenn ich mit meinem Dritt-Ferrari aufs Gelände fahre, dann fängt er schon an, den Milchkaffee zu zapfen und dann 3.30 Uhr ist montags bis Freitag gesetzt. Genau, deswegen frage ich mich, wie schaut es denn generell mit dem Fernsehprogramm aus? Vieles findet für dich ja am Abend ja gar nicht dann statt, oder? Weil du früh ins Bett gehst? Ja, deswegen habe ich den Urlaub gerade sehr genossen. Da konnte man mal wieder ein paar Filme nachholen, die man nämlich sonst nicht zu sehen bekommt, einfach weil man am nächsten Morgen mal bis 7, 8 schlafen kann. Ja. In der Regel bin ich ja so 9, 9:30 etwa im Bett. Das heißt, die Filme werden seltener, aber dafür gibt es mal eine Serie vielleicht, wo man 1, 2 Folgen gucken kann, die dann übersichtlich lang sind. Aber die Filme sind dann eher fürs Wochenende geeignet. Ich habe übrigens, Schande über mich, immer noch nicht Oppenheimer gesehen. Nein, und das, obwohl er jetzt nur mit einigen Oscars ausgezeichnet wurde. Ja, ich befürchte, ich bin mittlerweile der Einzige, Frank, der den Film noch nicht gesehen hat. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Ja, okay. Ich habe mich davor, also ich habe mich jetzt die Tage in Ghostbusters reingeschleppt, eigentlich mit großer Vorfreude und bin, muss ich sagen, ganz mega enttäuscht. Oh. Aber Oppenheimer, ich konnte bisher, diese 3 Stunden haben mich bisher abgeschreckt und dass viele Menschen gesagt haben, dass es erst in der letzten halben Stunde eigentlich wirklich zur Sache geht. Habe ich mich bisher gedrückt, ich bin ganz ehrlich. Aber warum kamst du bisher noch nicht dazu? Weil die Zeit fehlt, oder? Ja, eben, aber es ist, wie du sagst, man muss sich die Zeit einfach nehmen. Es ist 3 Stunden. Es sind wahrscheinlich 3 lohnende Stunden. Ich würde sonst die ersten 2,5 Stunden vorspulen, wie du sagst, auch die letzte halbe Stunde. Aber es ist so ein Event, es ist ja wirklich ein Event, das ist wie wenn du abends ausgehst im Grunde, dann machst du dich schick und gehst aus. So ist das, so muss man sich auf diesen Film vorbereiten. Und deswegen gab es dieses Zeitfenster von 3 Stunden einfach bis jetzt noch nicht. Ja. Aber es wird sich garantiert finden, weil sehen möchte ich natürlich auch aufgrund der Besetzung, die ist ja auch gigantisch, also Wahnsinn. Ja. Hat dieser Tagesablauf eigentlich über die Jahrzehnte hinweg irgendwie körperlich irgendwelche Nachteile hervorgebracht? Dass, ja, guck mich an. Bitte? Guck mich an. Da weißt du, wie du dich aussehen möchtest. Nein, also ich glaube, das ist natürlich eine sehr gute Frage, weil 35 Jahre Morningshow ist natürlich eine lange, lange Zeit. Ich habe in den letzten Jahren aber auch gelernt, mich fit zu halten. Also ich bin Läufer geworden, ich bin schon ein paar Mal den Marathon gelaufen, also die große Distanz tatsächlich. Ich laufe mindestens 4, 5 Mal die Woche und das hilft natürlich ungemein, so ein bisschen die Körperlichkeit sich zu erhalten und nicht ganz vor sich hin zu schimmeln irgendwie. Aber wie gesagt, Sport ist da eine gute Möglichkeit. Am Nachmittag, ich schlafe ein Stündchen meistens am Nachmittag, wenn ich zu Hause bin und dann geht es so 3, 3,5, 4 Mal für Stündchen, 1,5 auf die Piste.
Okay. Ist das so ein bisschen Powernap dann am Nachmittag oder Ja, wie? ich würde das so sagen, tatsächlich. Ja. Also eine Stunde und dann ist auch gut, ein kleines Käffchen noch nehmen und dann geht es auf die Piste. Wir haben einen schönen Wald da, wo ich wohne. Da kann man sehr schön laufen und keine Autos und Ampeln und Straßen, die einen stören. Ja, und da komme ich gut voran. Also das ist eine tolle Sache. Brauche ich Ja. fast täglich, tut gut. Ja, ich selber bin ja Niedersachse, bin in Ostfriesland groß geworden, die Ja. ersten 20 Jahre und kann mich noch erinnern, meine Leidenschaft fürs Radio als Hörer natürlich in den 80ern, was weiß ich, ob am Abend, wenn es irgendwie durch Niedersachsen war ich natürlich mit Radio Hamburg nicht so groß verbunden, aber dann waren es halt NDR 2, da war es Carlo von Tiedemann, Uwe Bahn Ja klar. etc. Legenden. Das heißt, man hat noch auch für Moderatoren eingeschaltet. Das heißt, Sendungen hatten einen Namen. Sie waren nicht Ja. einfach nur eine Hülle, sondern sie waren oftmals identifizierbar mit dem Moderator. Wie hast du die Leidenschaft fürs Radio entdeckt, auch als Hörer? Also erstmal vielleicht Punkt 1 ist ganz spannend. Wir haben gerade eine Untersuchung gehabt, wo sich im Grunde das bewahrheitet, was du gerade gesagt hast, Frank. Dass die Menschen ab 35 plus, die haben Leidenschaften für Dinge, also für Moderatoren. Ja. Da ist dann eben der Gottschalk am Samstagabend gesetzt gewesen mit Wetten, dass. Das hat man auch an den Namen festgemacht. Und die jüngeren 35 und jünger, ich sehe das auch bei meinem Sohn zum Beispiel, das 23 oder viele andere jüngere Leute, auch noch jünger, die haben diese Leidenschaften wie wir gar nicht mehr, weil es einfach das Angebot so riesengroß ist. Ja, finde ich auch okay, finde ich auch okay. Aber dieses totale Fan-Sein, was wir so kennen, ne? Wie du sagst, Carlo von Tiedemann, Uwe Bahn, da gibt es ja noch viele andere Leute, so Lichtgestalten, die man einfach, von denen man auch viel gelernt hat, finde ich, in dieser Branche. Das ist eigentlich so ein bisschen vorbei, was ich total schade finde. Weil es gibt ja immer noch diese Gestalten, ne? Die sich so reinknien, aber man wird halt auch gerne mal weggewischt. Ne? Das ist ja diese TikTokisierung der ganzen Geschichte. Ist aber okay, ist wie es ist, findet statt und ist dann auch okay so, ist halt die Entwicklung der Zeit. Ich selber habe damals wäre Opa erzählt vom Krieg. Also für mich war das größte Erlebnis, was ich mal hatte, dass ich einen ARD-Nachtrock gehört habe, da hat Elmar Hörig noch moderiert. Das momentan, der hat dann später Bube Dame Hörig gemacht, glaube ich, so eine Fernsehshow bei Sat.1. Aber Genau. der war so ein geiler Moderator, der hat wirklich nichts ernst genommen. Ich weiß nicht, ich habe um 0 Uhr eingeschaltet und ich wollte eigentlich ins Bett gehen. Das ist, wie gesagt, ist viele, viele Jahre her. Und Elmar Hörig hat moderiert. Ich bin bis morgens 6 Uhr dran geblieben, weil das so unterhaltsam und so geil war. Das war wirklich Radio, wie es sein soll. Es war lustig, tolle Jingles, kleine Hörspiele produziert, also mit so viel Liebe und Herz gemacht. Und das hat mich selbst so angezündet, dass ich gesagt habe, Alter, das ist doch Radio, das ist es doch. Und dadurch, dass mein Vater Musiker war beim NDR, beim Norddeutschen Rundfunk im Orchester und auch beim James-Last-Orchester 20 Jahre gespielt hat, habe ich natürlich immer viel Verknüpfung gehabt mit Musik, mit Prominenten und fand diese Welt so unwahrscheinlich aufregend und spannend, dass für mich dann irgendwann der Wunsch natürlich entstanden ist, da möchtest du auch irgendwie mitmischen. So ist das gekommen. Und ich habe im Vorfeld zumindest versucht, was das Internet hergegeben hat, so ein bisschen Infos rauszubekommen. Wer ist John Mendt? Was hat er so gemacht? Welche Interviews hat er so gegeben? Und bin in der Tat natürlich auch über den Namen Elmar Hörig gestolpert, den du hin und wieder mal in Interviews auch erwähnt hast, als jemanden, den du verehrt hast Ja. zu seinen Zeiten. Jetzt ist er ja durchaus, sagen wir mal, in den letzten Jahren ein bisschen abgerutscht in Ja. gewisse Richtungen. Fällt dir das heute noch schwer, positiv über ihn zu sprechen? Oder sagst du, das ist verankert in eine ganz andere Zeit und deswegen habe ich da überhaupt gar kein Problem mit? Das ist Variante B, es ist, was du Okay. sagst. Also die Zeiten, die Menschen ändern sich, mal positiv, mal negativ. Das sei ihm selbst überlassen, das zu bewerten. Was er damals gemacht hat, war im Grunde das, was Thomas Gottschalk auch gemacht hat. Legendär. Er hat einfach das Radio reformiert und hat es zu dem gemacht, was es heute zum Teil ist, dass man sich einfach nicht so ernst nimmt und lachen kann. Und ich kann das schon trennen. Also wenn jemand jetzt abdriftet, dann ist es sein Ding. Und dann ist es das, was er heute leistet. Da würde ich ihm nicht folgen. Aber bei dem, was er früher gemacht hat, was man ja zum Teil auch noch bei YouTube findet, Captain Skip Dotter, diese ganzen Abenteuer, sich das mal anzuhören und da Spaß dran zu haben, das finde ich total legitim. Gehst du heute an eine Morgensendung anders ran als vielleicht vor 20 oder 30 Jahren noch, was so inhaltliche Dinge angeht, was auch Gags angeht, musst du oder darfst du gewisse Dinge heute einfach auch so nicht mehr machen? Auf jeden Fall. Also ja, der Zeitgeist, ne? Also, und das ist völlig okay. Man lernt ja Dinge neu zu bewerten im Laufe der Jahre und muss das auch tun, weil sonst kann man nicht bestehen, ne? Weil sonst eckt man an und das zu Recht. Und ich glaube, die große Chance ist, sich immer weiterzuentwickeln durch neue Trends. Sie für sich zu entdecken, zu sagen, passt zu mir, passt nicht zu mir, das kann man ja für sich selbst auch entscheiden.
Aber ich sage dir eins, Frank, ich glaube, dass Sendungen von mir vor 2 Jahren anders geklungen haben als heute und Sendungen in 2 Jahren auch wieder anders klingen werden. Mhm. Einfach, weil sich so Dinge entwickeln. Dinge, ich kann viele Dinge verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist übertriebene, also wo man dann sagt, hier, das ist Rassismus, weil man jetzt sagt, beim Schach müssen immer die weißen Figuren anfangen. Also da wo ich sage, das ist dann wirklich, das ist dann einfach nicht nur ein Ticken, das ist richtig drüber. Da will einer wirklich zu viel. Aber im Großen und Ganzen teile ich das und finde auch die Entwicklung prima. Also Gags, ich finde selber Gags von früher, aber einige finde ich ganz gut, andere würde ich heute garantiert so in der Form nicht mehr machen. Man lernt ja auch dazu, weißt du, das ist ja der Punkt. Man entwickelt einen neuen Respekt und sieht Dinge auch ein, ist belehrbar, stellt sich der Kritik. Und ich glaube, auch das ist ganz wichtig. Ich glaube, sonst würden wir heute nicht miteinander sprechen, sonst wäre ich nicht so lange im Job. Wenn man sich so der Kritik verschließt. So, und da war ich eigentlich immer sehr offen, auch wenn es manchmal wehgetan hat. Ja, also kannst du einen Gottschalk verstehen, der nach seiner letzten Wette das sagt, ich kann hier nicht mehr so reden, wie ich es zu Hause tun würde, also verabschiede ich mich lieber vom Bildschirm? Oder fandest du das ein bisschen merkwürdig? Ich fand es ein bisschen merkwürdig, weil eigentlich ist das doch ein lustiger Mensch und er hat sich damit selber 3 Schritte rückwärts gegangen damit, ne? Mhm. Also ich meine, es steht mir gar nicht an zu beurteilen, was Thomas Gottschalk jetzt falsch gemacht hat oder nicht, weil der Mann ist einfach eine Legende, ne? Den kennt ja auch wirklich jeder und das völlig zu Recht. Aber er hat sich damit so ein bisschen die beleidigte Leberwurstrolle übernommen und sagt, naja, wenn ihr mich nicht mehr sehen wollt, weil ich so Dinge sage, die halt keiner mehr hören will, ja Gott, dann nicht. Also dann muss er selber wissen. Ne? Er ist ja schon groß und ich finde, ja, und ich finde ganz ehrlich, das ist ein Zeichen von Stärke zu sagen, ja, ich passe mich der Zeit an, ich habe dazugelernt und neue Türen gehen auch für mich auf als Moderator. Ne? Er guckt so ein bisschen auf die Türen hinter sich und ich finde, man muss auf die Türen nach vorne schauen. Was ich allerdings wiederum ganz spannend fand bei diesen 3 Neuauflagen von Wetten, das war, dass eigentlich alle, die das Lagerfeuerfernsehen tot geredet haben, eines Besseren belehrt wurden. Dass nämlich trotzdem mal 10, mal 12, mal 14 Millionen Zuschauer dabei waren. Etwas, was man sich gar nicht mehr hätte vorstellen können, außer vielleicht bei einer EM-WM-Endbegegnung oder irgendwie sowas. Das heißt, liegt es eventuell doch nur am richtigen Programm, um die Fernsehnation auch wirklich nochmal generationsübergreifend vor dem Bildschirm versammeln zu können? Ja, ich glaube absolut. Also wir haben ja gesehen, das Potenzial ist ja da. Du musst doch die richtige Show anbieten. Ja, dann läuft das auch. Ob die Show jetzt Fußball heißt, was ja einfach immer funktioniert, außer du interessierst dich wirklich gar nicht für Fußball. Mhm. Aber ich sag mal, die Zielgruppe, die der Fischkutter einfangen kann mit seinem Netz von bis, ist ja einfach die große Familie, die plötzlich zusammensitzt. Da sind die Enkel, da sind die Eltern, da sind die Großeltern, die sich vielleicht verabreden für ein großes Fernseh-Event und sich dann an dem Abend einfach zusammensetzen, vielleicht sich nett bekochen und einfach Spaß haben. Da sind ja auch Leute dabei, die kennen das gar nicht, dieses Lagerfeuerfernsehen. Denken, hey, was reden die da? Ja. Aber machen dann aber plötzlich die Erfahrung, wenn alle sagen, lass es doch uns doch mal ausprobieren, lass uns mal zusammenkommen und mal so eine Show zusammen sehen. Und ich finde, es gibt mittlerweile genug Shows, die das bieten. Ich finde auch eine Wer weiß denn sowas Show mit Kai Pflaume zum Beispiel und Hohecker und Elton eignet sich herausragend zum Familienfernsehen. Ich glaube nur, der Fehler bei diesen Shows ist, genau wie bei Wer stiehlt mir die Show, was ich übrigens auch total geil finde, ist, dass sie einfach viel zu lang sind. Mhm. Ja, also ich verfalle jetzt nicht ins TikTok-Fernsehen, aber ich finde es einfach so 2,5, 3 Stunden, das ist wie ein Oppenheimer, weißt du, das ist mir dann einfach zu lang. Da habe ich dann das Sitzfleisch auch irgendwann nicht mehr. Da kann das Programm, was mir geboten wird, noch so gut sein. Irgendwann denke ich, dann ist es auch mal gut. Zumindest in diesem Punkt denke ich gerne an die guten alten Zeiten zurück, wo die 105 Minuten mit ein bisschen überziehen, da waren es dann 2 Stunden, wenn Gottschalk ein bisschen länger gemacht hat, dann war es dann auch gut, ne? Genau. Ja, das stimmt. Im Punkto Radio habe ich das Gefühl, wir entwickeln uns vielleicht wieder ein bisschen zurück, was Personalities angeht. Also was vor vielen Jahren mal verschrien war als, nee, möglichst nicht so viel Personality, möglichst ein bisschen mehr. Ich weiß, dieses Wort Einheitsbrei ist eigentlich sehr negativ behaftet, aber du weißt vielleicht, was ich meine. Also dass man ein bisschen mehr austauschbarer ist, dass es keinen Gottschalk hinter dem Mikrofon unbedingt geben muss und so weiter. Jetzt habe ich ein bisschen das Gefühl, wenn ich mir zumindest die kleineren Sender anschaue, entwickelt man sich wieder dahin zurück, man versucht wieder Personalities aufzubauen. Siehst du das genauso? Ich sehe das genauso. Ich sehe das mit großer Freude, weil Personalities sind die Dinge, die einen Sender unverwechselbar machen. Weil Ava Max können sie alle spielen und mehr Vielfalt brauche ich auch nicht promoten. Das hat jeder in seinem Handy, ja, mit seiner eigenen Playlist. Aber das unterscheidet uns eben, ne, dass wir Menschen sind, die auch was erlebt haben. Übrigens einer der Gründe, warum ich glaube,
Ich glaube, dass KI sich in dieser Form im Radio nie durchsetzen wird und kann schlussendlich, gerade auch auf längeren Showstrecken, weil eine KI nichts erlebt. Mhm. Und ein Moderator, der mir erzählt, was er erlebt hat in seinem Leben und mich an seinem Leben in sein Leben reinlässt und ich mich in ihm vielleicht wiederfinde oder mich an ihm reiben kann, das macht Radio ja wieder spannend. Und wir sind auf dem Trichter, wir sind hier unterwegs, gerade auch bei Radio Hamburg, dass wir sagen, wir wollen Erlebnisradio bieten statt Erklärradio. Also wir schieben das Erlebnis wieder nach vorne. Ja, der Grund, Radio einzuschalten, dass man was erlebt, dass der Hörer was erlebt. Und das erlebt er eben durch Personalities, durch die Menschen, die sich etwas für mich ausdenken oder die mir halt eine gute Geschichte geben. Und deswegen glaube ich ganz fest daran, dass Personalities schon immer diejenigen waren, die eine Show aufrechterhalten haben und die auch Hörer gezogen haben, schlussendlich. Auch wie gesagt, wenn die jüngeren Leute laut Studien nicht ganz so viele Leidenschaften entwickeln, so haben sie doch eine gewisse Leidenschaft und da müssen wir sie packen. Warum war es für dich in über 3 Jahrzehnten nie reizvoll, eine andere Radiotür zu betreten als die von Radio Hamburg? Doch, schon. Also ich wäre gerne mal Programmchef geworden bei einem Schweizer Sender. Da war ich auch schon in Gesprächen, die deutlich fortgeschritten waren. Das ist dann doch gescheitert schlussendlich. Aber da bin ich sehr offen, weil ich neben meiner Tätigkeit als Moderator und Morningshow-Moderator ja auch noch als Coach tätig bin in Deutschland für verschiedene Radiosender als Moderationscoach, ne? Und auch jetzt in der Schweiz. Das eine oder andere machen dafür die CH Media. Das sind dann alles Sachen, die hinter den Kulissen stattfinden, wo ich nicht moderiere, aber die mir auch deutlich Spaß machen. Und ich hätte mich für den Job als Programmchef bei zum Beispiel Radio Pilatus, das ist ein Privatsender in Luzern, sehr erfolgreich in der Zentralschweiz. Das ist ja mein Lieblingsurlaubsort. Da bin ich seit 1995 wirklich jedes Jahr ganz oft. Da hätte ich gesagt, dann hätte ich hier meinen Moderationsjob an den Nagel gehängt, weil in der Schweiz moderieren geht natürlich nicht aus sprachlichen Gründen. Ne? Ist es für dich immer noch was Besonderes, wenn du, und wenn wir uns die vielen Jahre mal anschauen, gab es viele Sidekicks bei dir in der Morningshow. Wenn wieder jemand Neues kommt, ist es für dich immer noch spannend zu gucken, wie sich so jemand einlebt und was er aufsaugt an neuen Informationen, an Leidenschaften und so weiter? Also ich finde es erstmal spannend, von neuen Leuten auch zu lernen, weil die ja auch neue Impulse setzen. Das finde ich erstmal sehr, sehr spannend. Und ansonsten haben wir natürlich alle Sender haben ein gewisses Format. Und meine Aufgabe ist ja natürlich auch so ein bisschen einen neuen Kollegen so ein bisschen dieses Format näher zu bringen. So, dass es halt nach Radio Hamburg klingt. So, und das ist auch immer eine spannende Herausforderung, weil manche kommen so als ungeschliffene Rohdiamanten. Und die musst du dann auch wirklich so lassen zum Teil, aber an manchen Stellen musst du halt dann nochmal eingreifen und sagen, pass mal auf, wir machen das eigentlich erfahrungsgemäß so oder so oder so. Und das ist dann oft ja auch nicht aus dem Bauch heraus, sondern einfach nur, weil Studien zeigen, es ist ganz gut, was bei unserem Hörer kommt, das gut an, das kommt sehr gut an, da haben wir eine große Schnittmenge zu unserem Hörer, da eher nicht, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Also es ist ja auch ganz viel Handwerk dabei, ne? Es ist ja nicht einfach nur, das weißt du ja selber auch, Mikro an und los geht's. Sondern wir müssen halt auch viele strategische Entscheidungen treffen. Und da ist es dann auch wirklich spannend zu sehen, wie Menschen und auch Nachwuchs sich wandelt, Dinge einfach annimmt, dann anfängt, das professionell perfekt umzusetzen. Und das ist schon immer wieder eine große Herausforderung mit neuen Sidekicks, neuen Moderatoren, ja. Es ist ja definitiv legitim, vielleicht auch im Kopf schon mal an die allerletzte Morningshow zu denken. Gibt es zumindest in deinem Kopf diesen Zeitpunkt schon? Nee, tatsächlich okay. Nicht. Also solange ich mich ins Radio schleppen darf und solange ich irgendwie auch nur die Möglichkeit habe und man nicht das Schloss auswechselt hier vorne an der Tür oder den Code ändert und es mir nicht sagt, habe ich einfach einen diebischen Spaß dran, eine Sendung zu machen, weil ich liebe diese Inszenierung. Weißt du, wir haben ja im Radio Stimme, Musik, Geräusche, mehr gibt's nicht. Diese drei Elemente haben wir. Wir alle sind die Christopher Nolans unserer eigenen Breaks. Wir können das so toll planen. Wir können alles Mögliche benutzen an Geräuschen, an Musiken. Dass diese Arbeit, diese Inszenierung, das macht ja auch einen wahnsinnigen Spaß. Und deswegen sind wir da auch wirklich wie soll man das sagen? Es ist so was ganz Besonderes, was wir da machen dürfen. Und deswegen möchte ich das natürlich auch so lange wie möglich machen, weil es mir auch einfach einen riesigen Spaß macht. Abgesehen davon kann ich auch gar nichts anderes. Das ist ja vielleicht auch nochmal nicht ganz unwichtig. Und ich kann mich auch noch nicht auf mein Weingut in der Provence zurückziehen, weil irgendwo müssen wir alle auch noch Geld verdienen. So schaut's aus. Letzte Frage. Was wünschst du dem deutschen Radio für die Zukunft? Ganz viele Hörer.
ganz viele Hörer. Und ich sage dir, damals, als die Musikkassette kam, haben alle gesagt, Radio ist tot, jetzt kann sich jeder sein Programm selbst zusammenstellen. Ich sage mal, Spotify ist nichts anderes als eine moderne Musikkassette. Uns gibt es immer noch. Und Radio hat Puls, ist die einzige Droge, die mit den Ohren eingenommen wird. Und wenn das so bleiben würde, dann wäre es mir sehr lieb. Dafür tun wir alles. Sehr schön. Ich hoffe auch weiterhin. Ich wünsche weiterhin viel Spaß. Natürlich in erster Linie viel, viel Gesundheit, denn ohne all das ist alles andere völlig egal. Dann wünsche ich euch, dann wünsche ich uns beiden, dass wir 2024 irgendwann mal zu Oppenheimer kommen. Und danke dir fürs Gespräch. Dankeschön, John Mendt. Danke, Frank. Hau rein. Ciao.